Sag's ihnen, sag's ruhig. Ich bring's nicht übers Herz. Sag's ihnen ruhig. Wir haben das geübt. Okay. Sag's uns auf. Folgende Mitteilung. Herzlich willkommen zurück zu Knallhart durchgenommen, Jurafragen, Legalitätsprüfungen und ein klein bisschen Dark Souls 3 ist auch mit dabei. Und natürlich heute wieder bei uns im Studio Nils. Ach! Na? Nas. Böhmhoff. Würdest du lieber Bahmhoff, ja. Böhmhoff, Böhmhoff oder Böhmhoff heißen? Böhmhoff. Böhmhoff. Boom. Wie geil ist denn das? Böhmhoff. Ach ja. Böhmhoff, auf jeden Fall Böhmhoff. Vielen Dank übrigens für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge zum Thema Adoption. Wir konnten sie noch nicht lesen, weil wir nicht in die Zukunft reisen können. Leider, wir hatten uns das vorgenommen. Die Zeitmaschine ist kaputt gegangen, ja. Weil... Die frisst so viel Strom. Die frisst so viel Strom und wir hatten leider einen Kühlschrank noch angeschlossen. Und dann ist die Zeitmaschine... Hast du das gesehen? Ja. Ich bin ja gegen die Wand gedotzt. War das der Glücksdotz? Ja. War das das letzte das bisschen Glücksdotz, den wir brauchen, um diesen Boss zu... Glücksdotz, oh. Da, 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 Glücksdotz, oh. Hau den Dämon um. Was meinst du? Wie der einfach die Attacke nicht ausgeführt hat. Was hat so ein Dämon für ein Mindset? Also wenn der jetzt alleine ist mit seinem Kumpel hier in dieser Höhle, was genau besprecht er? Ja, das frage ich mich auch immer. Tag so? Für mich war das immer ein großes Problem. Ich habe ja früher auch Warhammer gespielt, so dieses Tabletop mit den kleinen Figuren und so. Mhm. Und ich wollte immer nur die Völker spielen, wo ich mir auch einen Alltag vorstellen konnte. Also so die Menschen und Zwerge und Elfen und so, wo man sich denkt, ja. Aber immer so diese Dämonenkreaturen und auch so diese Chaos Space Marines, die so vom Chaos verdorben sind und dann so böse sind. Wo ich denke, was machen die nach Feierabend? Ja. So, und das war für mich immer nicht möglich, diese Völker zu spielen, die für mich irgendwie nicht so einen Alltag hatten. So, und deswegen auch so Dämonen oder so könnte ich nicht spielen, so eine Armee aus Dämonen, weil ich mich nicht da reinversetzen kann. Da hat auch nie jemand sich Gedanken drüber gemacht. Da wurde einfach gesagt, okay, pass auf, das ist eine Hölle. Und in dem Moment, wo du da Eintritt erhältst, kümmern die sich darum, dich zu quälen. Ja. Aber was machen die denn, wenn du nicht da bist? So, ja, ja. Ist das eher so, dass sie sich das vorstellen wie ein wildes Tier, was halt nur bedingt gedankenbegabt ist. Wahrscheinlich, ja. Und dann einfach so rumstreift. Und dadurch, dass vielleicht ist es ein immer hungriges Tier. Wie ein Tier, was nicht an Hunger sterben kann, aber permanent hungrig ist. Ja, ja. Und so geistert ein Dämon durch die Gegend. Und deswegen ist er auch so zornig, weil er halt diesen permanenten Hunger hat. Und egal wie viel er frisst, er wird nie satt. Ja. Und deswegen ist er so wütend und so... Boah, stürmt auf einen zu. Ist das der permanente Geisteszustand, in dem sich so ein Dämon befindet? Ich glaube, deswegen sind die auch so wütend und so böse und auch so Geister oder so, die ja spuken oder so, wo man sich fragt, warum denn? Warum sind die denn, also nur weil die jetzt tot sind, warum sind die denn böse und warum wollen die dich ärgern? Ja. Die kennen dich ja teilweise gar nicht. Du bist in so einer Villa, wo irgend so ein Kind mal umgebracht wurde oder unter den Dielen vergessen wurde und dann, ja warum, was hast du denn gegen mich? Dielen, Dieter. Aber die haben dann wahrscheinlich einfach, die sind so sauer, weil sie halt ihren Alltag nicht mehr haben und keine Hobbys mehr haben und so und deswegen spuken sie und wollen immer Unheil anrichten. Ich glaube, weil sie wütend sind, weil sie neidisch sind auf die Lebenden und ihre Vorzüge. Bisschen wie ein Comments-Bereich auch, muss man ehrlich sagen. Also nicht unserer. Die Parallelität ist da, ja. Also natürlich nicht unserer. Aber warum heile ich mich denn, wenn der Hungrige... Ja, ich glaube, das ist schon so ein Thema, dass auch so der Teufel und so, die sind neidisch auf die die Nähe zu Gott haben und so. Und deswegen, weil die das nicht haben können oder weil sie nicht lieben können oder so, ja. Dann sind sie böse. Das gibt's ja auch oft so. Ich glaube auch bei Herr der Ringe irgendwie so dieser super Bösewicht, der kann kein Leben schaffen, sondern nur korrumpieren und so und dann ist der sauer und deswegen, also ich glaube Neid spielt oft eine Rolle oder diese Art von Wut auf die es besser machen. Es ist ja auch so, man ist ja auch wütend auf die moralisch über einem stehen, so die alles richtig machen.
Und dann kann man ja teilweise sein, verstehen, wie es ist, Dämon zu sein, wenn du einen Hass und eine Wut hast auf die, weil die so moralisch perfekt sind. Die sind so, die machen alles richtig und du nicht und dann hast du die. Und ich glaube, so ein bisschen diese Idee ist eingefangen in der Form von diesen Teufel-Dämon-Kräften so. Dass sie die guten Menschen terrorisieren, weil sie neidisch sind, weil sie nicht diese hohen Ansprüche erfüllen können. Ja, und je mehr, oder sagen wir, je weniger du diese Ansprüche erfüllst, desto mehr rückst du ja in diese dämonische Nähe. Da gibt es ja auch das Konzept der Hölle. Das bedeutet, je weniger du in dem Fall jetzt dem christlichen Glauben und seinen Werten folgst und tugendhaft bist, ja, desto mehr wirst du eben mit der Aussicht bedroht, in die Hölle zu kommen. Ich glaube, man müsste sich nochmal mit dieser Lucifer-Figur auseinandersetzen. Der gefallene Engel. Der auch ein Engel war, aber warum ist der dann gefallen eigentlich? Weil da müsste ja eigentlich alles angefangen haben. Ja. Weil der hat dann die Hölle kreiert und dann da, oder halt keine Ahnung, was auch immer. Aber so diese Grundidee, dass der dann neidisch ist, weil der runtergefallen ist oder seinen Fehler bereut oder so. Warum ist der gefallen? Ich erinnere mich an den Film Spaceballs. Constantine, glaube ich. Mit Keanu Reeves. Da spielt doch auch Lucifer eine Rolle. Und da wird es auch, glaube ich, so ein bisschen erklärt. Ich weiß nicht mehr, hat er sich die Flügel selbst rausgerissen? Oder wurden sie ihm rausgerissen? Sie wurden ihm rausgerissen, ne? Als Strafe. Das kann sein, ja, das weiß ich nicht. Und dann wurde er verbannt. Ja, aber was er genau gemacht hatte, das weiß ich auch nicht mehr, warum er sich den Zorn aber Gottes aber kommt es überhaupt hat. Aus der Bibel oder so? Oder wo kommt es her? Weil der komplette Anfang der Bibel ist ja Garten Eden und die Schlange. Und die Schlange ist ja schon im Bund mit dem Teufel, oder? Oder ist der Teufel? Das heißt, das hat ja gar nichts mit Lucifer zu tun. Sind es zwei völlig unterschiedliche Figuren, Lucifer und der Teufel? Aber die Frage ist doch, ich glaube ja, Lucifer ist doch nicht der ist Teufel, oder? Ist Lucifer der Teufel? Vorsicht. Ich dachte, der Teufel wäre irgendwie vielleicht nochmal eine eigene Gestalt. Aber es ist ich finde ja. Naja, und was ist Satan? Ich meine, man sagt die Dreifaltigkeit Gottes. Warum hat nicht vielleicht auch Satan auch mehrere Faltigkeiten? Man weiß es nicht. Ja, dass sie alle Falten haben, ja. Ne? Also Satan und Lucifer und der Teufel, ist das alles. Also ist der Teufel und Satan müsste das Gleiche sein, oder? Ja, das wird ja alles auch in unterschiedlichen Kulturen anders interpretiert. Ne? Bei einem gibt es dann Belzebub, bei dem anderen den Teufel, beim anderen Satan und ich so, Deibel. Was Lucifer gemacht hat. Aber was ist Lucifer? Ich guck mal, was Lucifer macht. Ich kann einfach nicht mehr tippen. Kennst du das, wenn du den zweiten Buchstaben falsch tippst und dann merkst du es nicht und. So, mal gucken, was sagt Wikipedia. Lucifer ist der lateinische Name des Morgensterns. Wörtlich übersetzt bedeutet er Lichtträger. Im Christentum gilt Lucifer als Name des obersten Teufels, der gegen Gott rebellierte, um sich ihm gleich zu machen und daraufhin aus dem Himmel verbannt wurde. Daraufhin wurde Lucifer zum Gegenspieler Gottes und Urheber des Bösen. Moment, aber du hast hier einen wichtigen Satz überlesen. Der höchste Teufel. Genau. Das heißt, es gibt mehrere Teufel, aber nur einen Lucifer. Offensichtlich. Er ist der oberste Teufel und er wurde Urheber des Bösen. Also er ist quasi der Beginn der Hölle. Nach manchen heretischen Bewegungen wie den Bogomilen und Katharern, das ist mir jetzt egal, hätte Lucifer daraufhin sein eigenes Reich gegründet. Ja, manchmal ein eigenes mit Koks und Nutten. Welches in der Schöpfung der Welt resultierte. Aber was ist dann die Schlange ganz am Anfang? Hat die auch schon was mit ihm zu tun? Weil der Kampf müsste ja dann eigentlich viel später kommen. Ich glaube, die Schlange ist die Versuchung. Nee, ich glaube nicht, dass die Schlange ist, nicht Lucifer. Die Schlange ist die Versuchung. Die Schlange ist stellvertretend für all das, von dem sich die Menschen fernhalten müssen, was sie aber stetig verführt. Und eigentlich ist. Aber die Schlange ist doch nicht einfach eine Schlange. Das ist ja irgendeine Art von Wesen, von Boshaftigkeit in der Schlange. Das ist ja nicht einfach eine random Schlange. Aber ist sie boshaft? Ich meine, sie sagt doch Adam und Eva, ey Leute, hier ist der Baum der Erkenntnis, esst bitte einfach mal von dem. Ja, aber die Schlange verführt die. Da ist schon eine treibende Kraft dahinter. Ja, aber ist das verführt? Das ist nicht einfach nur übrigens, hier gibt's einen Turm, einen Baum. Sie verführt sie, aber die Frage ist diese Verführung eher böse? Weil man könnte ja auch sagen, dass im Prinzip die Emanzipation von den religiösen Ketten, an die die Wissenschaft und
das rationale Denken gebunden waren, dass dieses Loslösen im Prinzip der Erkenntnismoment ist. Und dass man, wir haben so große Persönlichkeiten wie zum Beispiel Kopernikus, Galileo. Ja. Die mussten doch gegen... Auf die Schlange hören. Ja. Ja. Also warum ist denn die Schlange eigentlich aus heutiger Sicht das Böse? Ist es nicht genau das, dieser Moment, den wir irgendwann bekommen haben, ist das nicht die eigentliche Menschwerdung? Also das, was uns vom Tier unterscheidet, ist ja am Ende nur zum einen die Selbsterkenntnis, aber eben auch die Fähigkeit, das Leben um einen herum bewusst zu verändern. Absolut, ich bin bei dir, aber die Frage ist, ich meine, da sind wir jetzt natürlich wieder dabei, hat Gott die Schlange geschaffen? Weil Gott ist ja allmächtig und allwissend, und wenn er die Schlange erschafft, die dann verführt, und dann wusste der schon von Anfang an, weil der ist ja nicht dumm, der stellt ja diesen Baum hin, der Baum des Wissens, ja, und sagt, oh, beißt er nicht von ab, der ist ja nicht dumm, der weiß ja, dass die Menschen das machen werden und sich davon von ihm lossagen werden und ihr eigenes Ding machen und so und durch ihren freien Willen dann Gott besser dienen können, als wenn sie einfach sklavisch sich immer an alles halten. Weil es ist ja viel mehr wert, wenn du Gläubiger hast, die aus freiem Willen dir huldigen, als wenn die einfach nicht anders können. So, deswegen sagst du, ja, raus, freier Willen und so weiter, raus aus dem Paradies. Und ihr findet mich auch trotzdem cool, hoffe ich. Das heißt, die Frage ist, war das von Anfang an der Plan Gottes oder ist die Schlange eine wirklich von Gott getrennte Kraft, die dann aber zusammen irgendwie dann den freien Willen gestartet hat? Ich dachte aber, dass die Schlange immer so eine Art, dass da irgendwie der Teufel drinsteckt oder so. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es ist eine Frage der Deutungshoheit. Und zwar, stellst dir vor, wie bei einer KI. Du hast immer irgendwelche Algorithmen und irgendwelche Programme, die vielleicht an den Anschein erwecken, sie hätten eine Intelligenz und ein Selbstbewusstsein, aber am Ende ist es nur eine Illusion, weil der Mensch projiziert irgendwas da rein. Aber nehmen wir an, irgendwann, und es wird passieren, kommt der Moment, wo eine KI tatsächlich ein Selbstbewusstsein entwickelt, in dem Sinne, dass es den Spiegeltest besteht und weiß, okay, ich bin eine Existenz und um mich herum gibt es eine Welt, in der ich mich befinde. So, wenn dieser Moment irgendwann kommt, dann ist es ja eigentlich im Prinzip genau dieses Abbeißen des Apfels, den im Prinzip dann diese KI macht, sich in die nächsthöhere Existenzstufe zu erheben. Und ich glaube, dass bei den Menschen ist es auch so, wir wurden von der Natur geschaffen. Also erstmal, das ist ja das Faszinierende, dass aus der Leblosigkeit des Weltalls überhaupt erstmal Leben entsteht. Dass aus Null eine Eins wird, das allein ist ja schon mal pff. Und dann bist du aber an einem Punkt, dass die Evolution tausend Sachen ausprobiert und hier zack, 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 trial and error. Und irgendwann kommst du an einem Punkt, dass ein Teil dieses Lebens, was ja eigentlich als Ganzes zu betrachten ist, weil es hat den gemeinsamen Ursprung aus der Leblosigkeit heraus, dass dieses Leben irgendwann an den Punkt kommt, sich selbst zu betrachten, sich selbst zu verstehen und, das ist das Entscheidende, sich selbst zu verändern. Das heißt, die Evolution ist wie ein Baby, quasi, wenn du durch die Gegend geschoben wirst und in dem Moment, wo der Mensch das Laufen lernt, das ist der Prozess, wo wir sagen, wir können unsere eigenen Gene verändern und wir sind nicht mehr auf die Evolution angewiesen, dass sie uns irgendwo ans Ufer fährt. Jetzt laufen wir selber los und das heißt, deine eigene Intelligenz kannst du jetzt verändern. In dem Moment, wo du sagst... Wie veränderst du deine Gene? Durch Genmanipulation? Durch Genmanipulation. Achso, okay. Du kannst theoretisch, wenn du das entschlüsselt hast, und da sind wir auf einem sehr guten Weg, kannst du ja, der nächste Schritt ist ja, Ethik steht dem im Wege. Ethik ist quasi das, was lehnen wir der Schlange... in dieser Sinne, nein, aber ja, es ist ja so. Ethik, die der Wissenschaft eine Hürde ist, ist ja im Prinzip der Gegenpart zur Schlange. Und wenn wir an einem Punkt sind, dass wir die, und das wird ja passieren, diese ganzen ethischen Bedenken und so weiter werden sich irgendwann aufweichen und erodieren und dann sind sie weg. Und dann macht der Mensch sich schlauer, als er ist. So, das heißt, und dann ab dem Zeitpunkt hast du einen neuen Menschen. Und dieser neue Mensch wird sich ja unfassbar von dem Mensch, der wir jetzt noch sind, unterscheiden. Weil du ja in dem Moment, wo du doppelt, dreifach, vierfach so schlau bist wie wir jetzt, betrachtest du den alten Mensch ja so wie wir heute irgendwelche Bonobos oder noch niedere Lebewesen betrachten. Das heißt, die Distanz ist krass. So, dann hast du aber zwei Parteien. Du hast den alten Mensch, der eben, wie diese religiösen Eiferer, dir versucht klarzumachen, die Schlange ist böse. Und du hast den neuen Menschen, und das ist der Mensch, der vom Baum... Die Schlange steht für den neuen Menschen und Gott für den alten. Die Schlange ist die Ermutigung, zum neuen Menschen zu kommen. Das heißt, und das meinte ich mit Deutungshoheit ganz am Anfang, dass die Leute, die sich am alten Menschen festklammern, irgendwie ein Interesse daran haben, die Schlange zu dem Bad Guy zu machen, weil die ja
für die Erhebung zum neuen Menschen verantwortlich. Naja, gut, ob jetzt der Teufel tatsächlich der Bad Guy ist, ja nochmal eine andere Diskussion. Aber die Frage ist, gibt's in dieser Paradiessituation eine Kraft, nur Gott, oder gibt's zwei Kräfte, Gott und das Gegenstück? Und das Gegenstück ist in der Form der Schlange, oder, weil dann ist ja, wäre Gott noch genialer, wenn der auch die Schlange so gemacht hätte, wenn auch in der Schlange Gott spricht, weil dann ist er ja sozusagen, dann macht er ja seinen eigenen Gegenpol und entwickelt sich selber weiter sozusagen. Vielleicht ist die Schlange einfach nur ein Test. Und zwar ein Reifetest. Solange der Mensch so demütig ist und angstvoll, dass er auf die Schlange hört, solange ist er nicht reif. Dass er nicht auf die Schlange hört. Nee, er hört auf die Schlange, oder er hört nicht auf die Schlange, genau. Weil er so demütig ist und so angstvoll ist, dass er nicht vom Apfel der Erkenntnis beißt. In dem Moment, wo er aber einen Punkt erreicht hat, wo er sagt, okay, warte mal. Das ist der Punkt, an dem er überhaupt erst reif genug ist, um diesen neuen Menschen überhaupt zum Erfolgsmodell zu machen. Hat nicht auch, wie ist denn die Dynamik zwischen Adam und Eva? Wer von den beiden war denn mehr auf der Seite der Schlange? Das weiß ich nicht, aber das ist natürlich auch nochmal interessant, weil wir haben ja diese Dreiecksbeziehung, Adam, ja. Eva, Schlange. Ja. Aber wer beißt denn letzten Endes in den Apfel? Adam oder Eva eigentlich? Also es würde mich sehr wundern, wenn es nicht Adam ist, weil in der Bibel ist immer alles, Eva ist ja aus der Rippe Adams gemacht. Das ist alles ein chauvinistisches Grundmodell, aber auch das könnte. Und dann werden alle rausgeschmissen? Das könnte man auch mal drüber nachdenken, warum das ein einzelner Mensch sofort dafür sorgt, dass die ganze Menschheit verdammt ist. Ist auch unfair von Gott eigentlich zu sagen, weil dann, dass dann einer beißt und dann so, nee, jetzt alle raus. Alle, es gab ja zu der Zeit nur zwei. So, pass auf. Wie wir einfach hier so Viertklasswissen nachholen. Also, ja, was ist im Paradies aber passiert? Hauptsache eine einzelne Religion. Ja, stimmt. Also als Sündenfall bezeichnet die christliche Theologie ein teils wörtlich, meist jedoch symbolisch gedeutetes Ereignis, das in der Bibel als der Verzehr der verbotenen Frucht des Baums der Erkenntnis, Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, durch das erste Menschenpaar Adam und Eva beschrieben wird. Sie deutet dies zugleich als die Unheilsgeschichte der Menschheit begründet, Ursünde. Wie ein Paar, beide essen? Ja, das steht. Ist es nicht relevant, wer von den beiden das ist? Das kommt gleich. Das kommt gleich. Die damit begründete Unheilsgeschichte wird in analoger Verwendung des Sündenbegriffs Erbsünde genannt, insofern jeder Mensch als Nachkomme Adams in dieser Geschichte hineingeboren und damit in seiner eigenen Freiheitsgeschichte vorbelastet ist. So, warum Nachkommen Adams? Warum denn nicht von den beiden? Halt echt überhaupt gar keinen Sinn. So, jetzt mal Adam und Eva. Gott formte Adam aus Erde und hauchte ihm den Lebensatem ein. Anschließend gab Adam. Wir fangen wirklich bei den Basics an. Tiernamen. Also müssen wir heute noch mal ganz von vorne anfangen. Das stimmt. Also anschließend gab Adam zwar den Tier. Aber das ist ja auch so geil. Der erste Part schon, ne? Demnach formte Gott den Adam aus Erde und hauchte ihm den Lebensatem ein. Und das Weltall beherbergte ja diese Erde im Prinzip schon, diese leblose Materie. Erde ist leblose Materie. Ja. Und aus dieser leblosen Materie entsteht das Leben. Wie ein Funken. Und hier, und da, obwohl ja die Menschen, die Bibel geschrieben haben, noch überhaupt gar keine Vorstellung von diesen Prozessen hatte, ist eigentlich der Grundgedanke, dass Gott aus dieser leblosen Erde Adam, sprich das Leben, geformt hat, eigentlich brillant, weil total stimmig einfach. So, anschließend gab Adam zwar den Tieren Namen, fand aber kein partnerschaftliches Gegenüber. Daraufhin ließ Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen, entnahm ihm eine Rippe und schuf aus dieser sein Gegenüber Eva. Jetzt weiter. Wo steht das mit dem? Bei Eva dann gar keine Erde. Nee, dieses. Also da gar keine Erde, nur. Warum auch gerade explizit die Rippe, ne? Weil tatsächlich ist ja gar nicht von einem Apfel die Rede, sondern von einer verbotenen Frucht. Mhm. Apfel ist ja wahrscheinlich nur die Darstellung dann davon. Aber dass man, also die Frucht, um die ja alles geht, die verbotene Frucht, die wird gar nicht benannt. Aber das halt gerade aus der Rippe, also das ist dann so explizit. Du kannst ja einfach sagen, aus einem Teil oder aus dem Blut oder aus dem Körper von Adam. Aber da ist es gerade die Rippe. Das muss doch ein Übersetzungsfehler sein, das oder? Kann sehr, das ist sehr, sehr, warum denn die Rippe? Welche Vorstellungen hatten denn die antiken Menschen von der Rippe überhaupt? Ist es ein Wortspiel irgendwie? Das ist in irgendeiner althebräischen Sprache, heißt es irgendwie sowas wie
Leben oder Funke oder was auch immer? Ja, und zwar... Das ist heißt, doch ich, super zwar, strange. Auf, also da muss es doch theologische Theorien geben. Die Leute im Mittelalter müssen doch da die sich den Kopf zerbrochen haben. Warum gerade die Rippe? Hier steht, also daraufhin ließ Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen und nahm ihm eine Rippe, Klammer auf, wörtlich Seite. Also das... Seite, aha. Also es kann natürlich tatsächlich sein, dass das im Laufe der Zeit eine andere Bedeutung bekommen hat, mit einem anderen Wort übersetzt wurde, was irgendwie dazu führt, dass die Leute denken, okay, es ist eine Rippe, in Wirklichkeit war das aber irgendwie vielleicht ein Organ, was der Mensch gar nicht mehr hat oder what, keine Ahnung. Das wäre lustig, oder? Wenn Adam ein Organ gehabt hätte und aus dem Organ wurde... Das Flugorgan. Genau. Und seitdem hat er das nicht mehr. Nee, da machen wir... Also Eva ist schon ganz cool, aber ich hätte auch gern mein Flugorgan wieder zurück, um ganz ehrlich zu sein. Hier kommt auch was, der Name, die Herkunft der Name, des Namen Eva... ist umstritten. Eine Möglichkeit ist die künstlich archaisierende Bildung mit der Bedeutung die ins Leben rufende. Dies korrespondiert mit der volksetymologischen Deutung bla 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 bla. Die andere Möglichkeit ist die Herleitung von Schlange. Aha. Oh, jetzt wird's interessant. Der Name Eva ist abgeleitet von Schlange. Ja, vermuten die hier. Hast du irgendjemanden, den wir anrufen können? Weil du hast ja anscheinend einen Juristenfreund. Hast du auch einen Theologenfreund? So, jetzt habe ich auch was gefunden. Entschuldigung, dass ich darauf nicht eingehe, aber ich habe nämlich jetzt was gefunden. Pass auf. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gefragt hast. Adam und Eva leben zunächst im Garten Eden. Dort wird Eva von der Schlange überredet, trotz Gottes Verbot vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Die Schlange wird in der christlichen Tradition oft auf den Teufel bezogen. Diese Gleichsetzung findet sich schon im Neuen Testament. Das gängige Bild vom Apfel als verbotene Paradiesfrucht beruht nicht auf einem Übersetzungsfehler der lateinischen Bibel, der Vulgata, sondern darauf, dass in der lateinischen Sprache das Wort Malus, Apfelbaum, bedeuten kann. Aber auch schlimm böse, ebenso wie Malum, Apfel, bedeuten kann oder das Übel, das Schlechte, das Böse. Aha. Daraus ergeben sich naheliegende Wortspiele. Aha, aha. Das kann dann einfach komplett sein, dass durch diese Übersetzung einfach die Geschichte, vielleicht ist die Geschichte einfach komplett anders. Aber es heißt nur, dass Eva verführt wurde. Heißt es auch, dass sie den Apfel dann letzten Endes gegessen hat? Das kläre ich jetzt für dich. Pass auf. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Baum in der Paradieserzählung des Buches Genesis der Bibel. Er befindet sich zusammen mit dem Baum des Lebens in der Mitte des Garten Eden. Gott verbot den Menschen, von dessen Früchten zu essen. Ich versuche. Oh Gott, jetzt wird's wirklich. Jetzt fächert sich das ganz schön aus. Ich wollte eigentlich nur diesen. Wer frisst denn jetzt? Wer hat genascht? Und war es das wert? Dass wenn wir so ein Interview mit Eva machen, ist eigentlich auch geil, so für One-on-One, so Eva einfach. War es das wert? War es das wert? Das zieht sich durch die Geschichte. Ja. Diese Frage könnte man diversen Evas fragen. Ja. Vor allem, war der wirklich so, ist es ein Apfel? Ich meine, ich weiß nicht, was die sonst im Paradies gegessen haben, aber Datteln hätte ich eigentlich. Welche Sorte? War es ein Jonagold? War es ein Fuji? Welche Art Apfel war das denn damals? Irgendwas aus Neuseeland bestimmt. Ja, also das ist relativ lang. Das ist impliziert, wenn es heißt, die Schlange hat Eva verführt, davon zu essen, dass sie dann erst aufgemacht hat. Wer ist eigentlich dran? Du bist dran. Echt? Aber hast du ein Theologen? Wir bräuchten eigentlich so ein Kader an Experten, die wir wie so eine Art Telefonjoker, die wir immer anrufen könnten. Das wäre eigentlich auch geil, wenn es sowas gäbe. So eine Website, so wo du zu jedem Thema eine Telefonnummer findest. Das habe ich nämlich mal gemacht. Ich hatte mal so einen Podcast, wo wir immer versucht haben, eine Frage zu beantworten. Und da haben wir einfach bei Universitäten angerufen. Ja. Und einfach so Professoren und denen einfach Fragen zu ihren Themenfeldern gestellt. Und die fanden das teilweise gar nicht so geil, uns die Geschichte von Genghis Khan zu erklären. Weil die sagen, wer sind sie? Was ist das? Warum rufen sie mich an? Irgendwie so, ist das nicht eigentlich deine Aufgabe? Ich meine, dass du der bist, dem man die Fragen stellen kann? Mal so ganz provokant gefragt. Ist das nicht die Aufgabe der Universität, dass man da hingehen kann und sagt, erklär mir das mal? Wahrscheinlich nicht. Also ich finde schon. Ich finde, da kommt eine Verpflichtung auch mit. Wenn du Universitätsprofessor bist, kannst Wissen darf nicht elitär sein. Wissen muss jedem zugänglich sein. Und in dem Moment, wo du sagst, okay, ich bin Professor an der Universität oder sonst was, dann musst du alle Fragen beantworten. Aber du kämst als Professor halt auch zu nichts anderem, wenn ständig Leute fragen, ja, wie war das mit Genghis Khan? Dann sagst du, ja, lies mein Buch, ja, lies meine Doktorarbeit. So, die veröffentlichen ja auch Sachen. Ja, aber also sorry, also du kannst jetzt ja nicht in diesem Wust an Informationen diese eine Sache. Naja gut, du sagst, Wissen muss für alle verfügbar sein, aber hat dann nicht jeder auch die Aufgabe, sich das Wissen selber zu suchen? Nein, weil das ist eine Fähigkeit, die du hast. Ja, aber dafür gehst du ja in die Schule, ja, dass du das lernst. Ja, aber das heißt, in dem Moment, wo du nicht die Fähigkeit hast, dir aus einem Knäuel an Wissen die konkrete Information rauszusuchen, in dem Moment
wird dir der Zugang zum Wissen dadurch verwehrt. Das ist ja super ungerecht. Ja, die Frage ist, hat die Universität die Aufgabe, das Wissen auch aufzubereiten, unbedingt, damit du es, Nils B., verstehst oder sagt dir, ja, dann liest halt das Buch oder dann musst halt auch studieren. Ist es nicht cheaten, frage ich mich. Weil es gibt ja Leute, die studieren Geschichte und so. Und wenn du kommst und sagst, ja, erklär mal bitte was, ein bisschen was zu Genghis Khan, dann sagen die, ja, so geht's nicht. Da musst du dann auch selber deine Zeit investieren, damit du die Antworten kriegst, die du suchst. So leicht geht's dann doch nicht. Du kannst nämlich nicht einfach von einem Apfel naschen, sondern du musst erstmal Immatrikulationsverfahren, ETSC-Punkte und dann irgendwann nach 4 Jahren hast du die Antwort auf deine Frage, was da los war mit Genghis Khan. Das finde ich halt, da muss man ran. Also wenn du mich. Du fragst mich ja, das ist eines der größten Versäumnisse unserer Gesellschaft, dass man das Universitätswesen nicht modifiziert und modernisiert. Weil letztendlich ist eine Universität immer noch eine elitäre Veranstaltung und somit schöpft man nicht das Gesamtpotenzial irdischen Wissens ab, weil man sich aufgrund von irgendwelchen Formalitäten der Pflicht entzieht, Fragen zu beantworten. Die Frage ist halt, ist Wissen ein Buffet? Oder ein Restaurant. Ist es Selbstbedienung? Gehst du hin und die stellen halt alles aus und du musst dir selber das Zeug zusammensuchen? Oder sagst du, was ist denn heute Tagesangebot? Ich hätte gerne das und das und dann wird's für dich gekocht. Weil ich glaube, es ist eher als Buffet gedacht. Und ich glaube, es darf doch auch jeder sich in eine Vorlesung setzen, oder? Selbst wenn man nicht studiert, habe ich auch gemacht. Vorlesungen, ohne dass ich da studiere. Ob das jetzt erlaubt war oder nicht, weiß ich nicht. Hast du einfach gemacht. Ja, ich bin der Meinung, alles muss verändert werden. Okay. Und, das ist deine Grundlagenmeinung einfach. Da stehe ich einfach zu. Der Baum von Gut und Böse, also dass man, wenn man davon isst, kann man böse und gut unterscheiden oder sowas. Ja, oder wie? Und davor denkt man, alles ist gut. Oh, hör auf, ey! Das fuckt mich jetzt ab. Ich bin eigentlich schon durch. Entschuldigung, 9 Flasks, eigentlich bin ich schon eine Phase 2, zwei Schläge. So leicht ist es nicht. Du kannst es nicht abkürzen. Das Leben ist kein Cheatcode. Du musst durch. Du musst durch. Weißt du, was mich ärgert, ist, dass ich habe das Gefühl, ich habe schon eigentlich Fahrradfahren gelernt. Ja. Und scheitere jetzt irgendwie an der Pedale oder so. Obwohl ich habe diesen Punkt schon längst. Nee, aber so funktioniert's nicht. Die Basis ist immer das Wichtigste. Klingt auch wie so ein Parteispruch. Ah. Weil sag mal ehrlich, Florentin, wir haben die ja jetzt. Wir wissen ja, was wir machen. Ja, wir haben die schon lange. Also, wir sind an einem Punkt. Die sind schon tot, die wissen es nur noch nicht. Das sind lebende Tote. Die wandeln nur noch. Und wir müssen es nur einmal kurz, konsequent, konzentriert zu Ende fahren. Dann sind sie weg. Wir sind ja über den Punkt hinaus, wo wir sagen, ey, wir wissen nicht, wie es geht. Ja gut, die zweite Phase habe ich noch nicht im Ansatz verstanden. Doch, hast du. Nee. Aber ich. Ich war 2 Minuten da und wurde gewonnen-hitted. Trink schneller, mein Freund. Die Gurgelkraft ist stark. Ich habe so eine Doku gesehen über einen Wettesser. Ja. Das ist ein spannendes Thema. Wettessen? Ja. Also, ich find's auch ein bisschen eklig, muss man sagen, aber viele Sachen, die man nicht versteht, sind eklig. Und der hat auch gesagt, der trainiert, dass er ganz viel schlucken kann einfach. Wow. Und der trinkt jeden Morgen ganz viel und trainiert wirklich, dass er ganz viel, das in ganz wenig Zügen runtertrinkt. Also sagen wir mal, der trinkt so 1 Liter. Und dann am Anfang des Trainings braucht er dafür so 10 Schluck und am Ende des Trainings braucht er 4 Schluck oder so. Und dann hat er einfach seine Schluckmuskeln verstärkt und kann einfach schneller 1 Liter wegtrinken. Jetzt kannst du ihm einen geben, wenn du dich beeilst. Ja, ich verstehe das leider nicht, wo genau man da stehen muss. War vom Kopf und dann einmal. Aber was war da gerade falsch jetzt? Ich glaube, du warst vielleicht zu langsam und da kam ja der andere Dulli dann wieder. Ich meine, man muss es nicht machen, wenn er gestunt ist und du stehst hinter ihm, kannst du ihm einfach 5 geben oder so. Aber. Dudel. Aber ich find's faszinierend, also Wettesser, wenn. Ich meine, wenn du wirklich irgendwie so einen kompetitiven Funken in dir hast und du willst den zur Entfaltung bringen, fällt dir nichts Besseres ein als Wettessen? Ist das Talent? Wettessen? Ich kann besonders
viel schlucken. Also, ich meine, man geht doch wahrscheinlich eine Liste an möglichen Dingen durch. Ja, kann man auf der Suche nach einem Talent? Naja, das ist halt die alte Frage, kann man sich seine Leidenschaft aussuchen oder ist es einfach so eine Berufung, dass du einfach nicht anders kannst? Und ich weiß noch, du das erste Mal auf dem Fußballplatz und es war Liebe auf den ersten Blick und du hast gesagt, das ist es. Du im Tor noch. Konntest du das kontrollieren oder ist das einfach passiert? Nee, das ist passiert, aber ich frage mich natürlich, ich hatte ja nie Ehrgeiz. Ich habe Fußball immer geliebt und mega Spaß gemacht, aber ich war völlig ehrgeizbefreit. Ich habe mich bei Waldläufen im Wald versteckt und auf der Rückreise mich der Gruppe wieder angeschlossen, weil ich keinen Bock hatte, einfach nur dumm rumzulaufen ohne Ball. So, ich hatte nie Ehrgeiz. Aber wenn deine Leidenschaft Essen ist oder Schlucken, dann kannst du das ja auch ohne diesen Wettbewerbsgedanken machen und deiner Leidenschaft frönen. Das ist ja die Mischung aus Leidenschaft und auch da gibt es viele Sportler, die sagen, ey, ich hasse, Franziska von Almsig hat gesagt, ich hasse Schwimmen. Es ist fürchterlich, aber es ist halt ihr Ding. So, sie hat damit Geld verdient und sie war gut da drin, sie wollte ihr Talent zur Entfaltung bringen. Aber du musst ja diesen Ehrgeiz kombinieren mit deiner Leidenschaft. In dem Fall, wenn er überhaupt Leidenschaft hat. Also, weißt du, was ich meine? Er kann auch einfach aus Spaß essen. Ja. Wo ist der Gedanke, oh geil, ich bin gut, ich will in Wettbewerben essen. Wo ist der Moment? Naja, der Ruhm, die Macht, die Bilder. Ich bin Wettesser. Verdient man da gut? Kann man davon leben? Wird man davon satt? Ich glaube, es gibt auch einen YouTube-Kanal, der reist immer von Restaurant zu Restaurant, weil in den USA scheint es ein relativ gängiges Marketing-Instrument zu sein, immer so ein super krasses Gericht auf der Karte zu haben. Ja. Wenn du dieses 10 Kilo Fleisch isst, darfst du es umsonst haben. Genau, wenn man es innerhalb einer halben Stunde isst, gibt es umsonst. Und der fährt halt durchs ganze Land und isst das halt immer und schafft das auch immer. Also vielleicht schafft das nicht, aber in allen Videos, die er hochlädt, schafft das. Und ich weiß nicht, ob man davon leben kann. Nee, warte mal, wer hat das erzählt? hat es nicht John Cena gesagt oder so? Dass der irgendwann nicht viel Geld hatte und dann immer so dieses, wenn du das essen kannst, kriegst du es umsonst gemacht hat, weil der so viel essen konnte auch, weil der so viel trainiert hat. Da muss man auch ganz viel Kalorien zu sich nehmen, wenn du so trainierst, ja. Bodybuilder-mäßig. Oder Arnold Schwarzenegger, irgendeiner von denen, glaube ich, hat erzählt, dass er sich durchgeschlagen hat. Wobei man natürlich auch fragt, ab einem gewissen Punkt sagt das Restaurant auch, du kommst hier jeden Abend. Halt echt. Also irgendwann sagen die auch, nee, du bist davon ausgeschlossen. Wahrscheinlich darf man es nur einmal gewinnen und darfst du nicht mehr teilnehmen. So, dann kriegst du ein Foto und dann darfst du halt nicht nochmal antreten. Wie bei so einem Kindergeburtstag. Wenn du beim Topfschlagen einmal Erfolg hattest, sind halt erstmal die anderen dran. Ne? Da gibt's ja auch Leute, die durchs Land reisen von Kindergeburtstag zu Kindergeburtstag. Um einfach da immer, die sind ultra gut im Top schlagen, einfach die Weltmeister. Ja. Und davon leben die. Topschlag-Weltmeister, ja. Und das ist manchmal so bei Kindergeburtstagen, wenn ihr alle fertig sind und jetzt zeigen wir euch nochmal, wie der Weltmeister das macht. Genau, damit ihr besser sein könnt beim nächsten Mal. Und dann einfach den Topf wegstellen. Und ihn einfach suchen lassen. Nee, warte. Wollen Sie aufhören, Herr Schneider? Nein, ich schaff's da. Herr Schneider, das ist jetzt schon über eine Stunde. Wollen Sie? Nein, ich schaff das noch. Ja, da auch so eine Pinata. Und man hat einfach keine Pinata aufgehängt. Ja. Das ist auch gemein. Was macht der? Der ist böse auf dich. Lebenskrise. Du hast übrigens deinen Freund kaputt gemacht. Es ist aufgefallen, dass du während des Sprechens einfach deine Muskeln hast arbeiten lassen. Du bist auch so ein Typ, glaube ich. Dein Körper ist mal ganz froh drüber, wenn der Geist mal seine Fresse hält und der Körper einfach machen kann, ungestört. Dieser Kontrollwahn deines Geistes tut deinem Körper nicht gut. Und deswegen ist es für dich gut, wenn ich dich voll laber in solchen Momenten. So, jetzt muss ich aber ein bisschen gucken. Du meinst ran? Ja. Wenn er jetzt einmal da, jetzt ran. Und einfach immer hinter ihn. Zwischen die Beine und hinter ihn und so, das ist immer so. Meine ich sehe leider nichts. Umfangreiche Erfahrung mit Souls-Bossen sagt mir, das ist das Konzept. Man hat ja Angst, man will eine Distanz zwischen sich und den Dämonen bringen. Aber man muss genau diese Angst überwinden,
und einfach in ihm drin bleiben und dann macht er auch nichts. Und der Typ hat ja auch keine wirkliche Attacke, die einen daran hindert. Also der hat ja nicht irgendwie einen Feuerkranz oder sowas. Warum visiert er denn ab? Was ist das für ein Spiel, dass der das einfach abvisiert nach einer Zeit? Und richtig, genau, von hinten einfach. Auch jetzt einfach wieder. Ich sehe leider nichts. Das tut mir leid. Nee, das ist dieser One-Hit. Das war dumm. Das tut mir leid. Das war dumm. Ich sehe leider oft nichts. Aber das war grundsätzlich mit deinem bester Run. Puh, ja. Ja. Ach, Leute. Wir machen ein kleines bisschen Werbung, dann sind wir wieder gefrischt da. Dann macht Nils das Ding. Dann macht Nils das Ding. Komm jetzt. Dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück bei Knaller durchgenommen. Das ist Nils Bohmhoff. Den könnt ihr gerne ansprechen, wenn ihr ihn auf der Straße seht. Er macht da immer einen sehr schüchternen Eindruck, aber sobald ihr im Gespräch seid, erfüllt er euch jeden Traum eigentlich, jeden Wunsch. Du bist doch dieser hier von Late Nights damals. Damals, weißt du noch? Wie heißt der noch? Jan Dominikus. Dominikus. Nee, das war. Hat das eigentlich jemals jemand als Hommage verstanden? Dass wenn beim Neo-Magazin der Beefträger reinkommt, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Mhm. Das war mein expliziter Wunsch als Hommage an Late Nights, hat aber, glaube ich, niemand verstanden. Ich hab's verstanden. Also ich war mir nicht sicher, ob das, es ist ja auch ein Stück weit, man macht sich ja selber auch groß, wenn man glaubt, jemand macht eine Hommage. Na klar. Und das, das kannst du dir schon manchmal leisten, Nils. Aber also diese mir innewohnende Bescheidenheit, diese unglaubliche kraftvolle Bescheidenheit, die ich habe. Ja. Die hat mich halt daran gehindert. Du bist der bescheidenste Mensch, den ich kenne. Absolut. Und einfach so davon auszugehen, dass das so ist, aber natürlich hab ich das schon mir gedacht, dass das irgendwie sein könnte. Ich war ja großer Fan von Late Nights, vor allem, weil durch diese Giga-Stream-Struktur man jede Sendung immer 4-5 Mal gesehen hat. So, wenn du halt den ganzen Tag World of Warcraft spielst und währenddessen der Giga-Stream läuft und du hast halt diese 4 Stunden, die immer rotieren, dann entwickelst du eine ganz andere Bindung an diese Sendungen, einfach weil du jede locker 10, 20 Mal siehst. Ja, das stimmt. Du versuchst wieder, dich umzubringen, mal gucken, ob es diesmal klappt. Nee, okay. Man ist unbringbar. Ja, ja. Ja, man muss. Also vielleicht waren die gar nicht so gut. Ich habe sie einfach nur so oft reingehämmert bekommen, dass ich sie deswegen in mein Herz schließe. Solche Sachen auch nicht dem Test der Zeit unterziehen. Also man muss es wirklich so sehen, ey, ich hatte meine Zeit damit und es ist nicht unfair. Es ist unfair, Sachen, die Welt hat sich weiter bewegt und dann Sachen nochmal von früher auszugraben und dann kann man im Zweifel nur enttäuscht werden. Ja, das. Warum soll man sich das ruinieren? So, weil zu der Zeit. Wenn man zu der Zeit etwas gut fand, ja, dann ist das halt so. Und dann sollte man sich das nicht ruinieren. Was ist das was war das für eine Suppe? Was soll man denn da machen in der Situation, wenn einen beide einfach... Einfach weglaufen. Ich habe ja Ausdauer irgendwie immer. Aber gut, war jetzt auch meine Schuld. War einfach weglaufen. Ich hatte den anderen nicht im Auge. Ja, aber lass uns bitte mal wirklich auch immer die Seelen aufsammeln, weil wir hatten bei Friedes, glaube ich, 460 Tode. Ja. Haben wir da jetzt nur die Hälfte, sagen wir mal 230. Haben wir 230 mal 180 Seelen. Das ist richtig ein gutes Geschäft. Da geht einiges, mein Lieber.
Ja, da können wir uns richtig was von kaufen. Irgendwas. Ich sammle das später ein, wenn ich den besiegt habe. Ich habe ein Lied für dich komponiert. Es ist so, klingt so ein bisschen ähnlich wie Wind of Change, kann das sein? Ah! Oh, Kloppy kommt von hinten, hast du gesehen? Mein Freund Kloppy. Fällt immer wieder in Herr der Ringe. Es ist jede Sinfonie endet zwangsläufig irgendwo in Herr der Ringe. Das war bei Brahms auch schon so. Spätestens im dritten Satz bist du dann doch wieder im Auenland. Das war bei Brahms auch schon so? Ja, klar. Ja, Brahms hat sich sehr von Herr der Ringe inspirieren lassen, das muss man einfach sagen. Stell mir vor, man würde jetzt noch so ein verschollenes Stück von Brahms finden. So irgendwo in so einer Kiste, im Familiennachlass oder so. Ein altes Ohr, meinst du, oder? Im Familiennachlass irgendwie Jahrhunderte später und dann findet man das und es ist einfach Winds of Change, 1:1. Ja, und alle fragen sich, wie, also es ist wirklich 1:1, das gesamte Stück, halt einfach auf dem Cembalo, komplett durch und man denkt, wie kann das sein? Wussten die davon? Ja, vielleicht war Brahms ein Zeitreisetourist. Ich hätte ihn eben hauen können. Ich habe es nicht gemacht, stattdessen kriege ich jetzt Haut von ihm. Jetzt hätte ich ihm was geben können. Da gibt es ja immer mal wieder so Skandale, ne? Von Popstars und dann, die haben die Melodie geklaut von dem und dem Song. Ja. Ich denke mir immer, könnte man sowas nicht relativ einfach faken? Weil stell dir vor, du bist jetzt irgendwie, du bist Dua Lipa. Und du hast eine harte Konkurrentin, irgendwie Tria Lipa oder so. Mhm. Und die ist erfolgreicher als du und du denkst dir, fuck man, die kann nix und so und ich arbeite hart. Und jetzt machst du einfach Folgendes. Du nimmst dir irgendeine Melodie von Tria Lipa. Ah, ich dummbatz. Ja. Und machst ein Lied drumherum und nimmst es so auf, als wäre es irgendwie in den 60ern aufgenommen. Ja. Und dann legst du das einfach in irgendeinen Plattenladen oder in London. Oder eine Zeitkapsel. Und dann gehst du da hin und sagst, Moment mal, ich habe hier ein Lied gefunden, das klingt genauso wie Tria Lipas Hit. Und wie kann man überprüfen, wie alt Musik wirklich ist? Also, weil dann sagt man ja, das ist in keinem Archiv aufgetaucht und so, und dann sagst du, ja, das ist halt ziemlich obskur. Es gibt ja so viel Musik, die nirgendwo irgendwie archiviert oder festgehalten, dokumentiert ist. Okay, und dann gehst du vor Gericht und sagst, dieser erfundene Jazz-Künstler irgendwie aus Oklahoma aus den 60ern. Aber da musst du es ja beweisen. Du bist ja der Beweis. Naja, du hast ja die Platte. Ja, ja. Und die Platte, da steht drauf irgendwie James Earl Jones. Aber das ist ja eine Fälschung dann. Ja, aber das weiß ja niemand. Das kannst du ja auch. Das muss ja Tria Lipa erstmal nachweisen. Das kannst du auch mit Kunst machen zum Beispiel. Kannst du ja auch sagen, hier dieses Bild. Wurde, also der ganze Stil hier ist alles geklaut. Ja gut, aber hat das urheberrechtlich dann noch eine Bewandtnis? Ich weiß gar nicht, wie es bei Bildern ist. Aber bei Musik reicht es ja, wenn du die Melodie einfach 1:1 kopierst. Das ist ja objektiv, also da kannst du ja nichts... Das stimmt. Also das ist ja einfach mathematisch, welche Töne da in welchem Rhythmus. Das stimmt. Und dann kannst du vor Gericht sagen, Tria Lipa hat das geklaut. Und so könnte Dua Lipa ihre härteste Konkurrentin einfach ausschalten. Aber das ist ja schon also mehrfach passiert tatsächlich, ganz oft schon passiert. Dass jemand das erfunden hat? Nee, was erfunden, aber behauptet hat zumindest. Und dann in der Bringschuld war zu beweisen, ey, stimmt, ich habe diese Abfolge von Noten bereits hier in meinem 1968 erschienenen Album. Stark. Ich glaube, es gibt tatsächlich bei diesen Urheberrechtsverfahren so eine Klausel, dass man nachvollziehbar nachweisen muss. Ja, er ist tot. Achtung. Dass der Künstler das gehört haben kann, glaube ich. Und wenn das so ein ultra obskures Ding ist, dann kann man das nicht machen. Ich glaube, so schützt man sich davor. Das ist nichts. Das ist ein winziger Schaden. 7 Flask. Nils ist bereit. Ah, der zweite Schlag ist mal der dumme Schlag. Ja.
Ich bin in seine Lava reingedackelt. Trink lieber viel, ne? Du hast noch 5. Nils, du bist es einfach! Alter! Oh, mein Gott, ey! Du bist so gut! Oh. Yes! Da hab ich jetzt am Ende aber gar keinen Bock drauf gehabt, das noch zu verkacken. Du kannst dich einfach auf Nils verlassen, er geht da rein und dann wird einfach genielst! 180 Seelen. Starkes Ding. Stark, stark, stark. Oh, Mann! Ey, du bist der Beste. Du bist der Beste. Ich zitter ein bisschen. Alter! Am Ende hatte ich keinen Bock zu verkacken. Da wird's echt eng gegen Ende. Ja. Ah. Starkes Ding, schön gemacht, Mann. Oh. Schön gemacht. Hast du dir verdient? Gearbeitet, gearbeitet, Geduld, gearbeitet, gescheitert, dran geblieben, weitergearbeitet, stur geblieben, hartnäckig geblieben. Und da hat er's. Haben wir sie wieder, haben wir wieder. Nils B, es ist einfach Nils B. Es ist. Freue mich sehr. Was soll ich sagen? Aber ich muss sagen, ohne deine Existenz. Hätte ich das nicht mal geschafft. Das allgemeinste Kompliment aller Zeiten. Ohne dein. Also alles. Nein, super gemacht. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was das für ein Item ist. Das muss jetzt mal wieder ein richtiges Top-Item sein. Oder? Das hoffe ich doch auch. Oh. So, ab jetzt werden wir nie wieder an dem Boss so hängen, glaube ich. Das ist jetzt. Kleines ein kleiner Hammer. Ein Banner. Oh, kann man das irgendwo vielleicht. Da war auch ein Feuer, ne? Ja, aber ich glaube schon. Ich würde mal einmal reinlinsen. Bevor wir jetzt nach Hause fahren und die. Okay, da ist noch eine Höhle, da geht's richtig weiter. Okay, wir können also vielleicht das Banner schwenken oder so. Oh, haben wir sie endlich! Ah, herrlich. Irgendwo oben in der Stadt oder was? Oder wo meinst du? Ja, also. Was ist das? Nee. Was ist das? Also irgendwo muss man, das ist ein Banner. Das muss man doch irgendwo schwenken können, so ein Banner, oder nicht? Wo kann das? Hä? Alter. Schön gemacht, Mensch. Schön gemacht. Wie viele Tries waren das jetzt? Zu viele. Was ist das Banner? Da. Außerhalb des Haupttores hochhalten, um Geleit zu erhalten. Des Haupttors? Außerhalb des Haupttors auch so. Kleines Banner. Okay, das merken wir uns. Also sehr gut. Dann fahren wir jetzt nach Hause, machen ein Level und dann kannst du das Hauptbanner schwingen. Das war so gut.
Lass uns auch mal direkt bei dem König gucken, ob wir was Cooles eintauschen können. Mhm. Das können wir direkt machen. Bevor wir die Seelen ausgeben. Ja. Man kann übrigens auch irgendwie seine, man kann sich auch umskillen. Wenn man irgendwann mal sagt, ey, wie hieß der? Seele des Dämonenprinzen. Krummschwert. Ach, guck mal hier, wieder 17 Intelligenz. Ja, das ist völlig außerhalb unserer Reichweite. Und eskaliert eh auf Gewandtheit. Ist es das? Nee, das ist ein anderer Dämon gewesen, ne? Ja, das war der, den du gemacht hattest, glaube ich. Du hast doch mit diesem einen Feuerdämon so krass gemacht. Okay, also das, der heißt Dämonenprinz, aber es gibt auch immer zwei Sachen. Wäre schon cool, ey, so ein Flammenschwert. Die man machen kann. Verirrter Dämon, Dämonenprinz. Ja, das war er. Schleudert einen explodierenden Chaosklumpen. Ja, das ist also überhaupt nicht für uns. Chaosklumpen. Aber es ist auch ein schöner Spitzname. Ach, die können wir, das können wir gar nicht mit Seele eines Wolfsbluts. Haben wir die nie begabt oder haben wir die schon? Die haben wir verkauft, glaube ich. Echt? Weil, guck mal, da gibt es halt auch, es gibt halt auch richtig geile so. Das hier zum Beispiel, das ist eigentlich auch. Hatten wir nicht den Bogen? Aber das skaliert doch auf die. Ja, aber wir haben im Prinzip, wir können auch mal jetzt auf Stärke gehen. Ich meine, es gibt hier so viele. Das hier zum Beispiel. Ja, oder wir benutzen die Sense. Ach, das haben wir ja. Naja, ich meine, wir haben. Ja, das können wir auch machen. Ich meine nur, dass wir. Was ich sagen will, ist, unser Schwert. Es gibt ja so ein Level Cap bei 40 oder so, ne? Wie viel haben wir denn? 45. Und wir haben Stärke 14. Und ich glaube, unser Schwert skaliert mit beidem, oder? Ja. Ach so, das ab dem Punkt Stärke. Genau, wenn wir jetzt halt Stärke, dann müssten wir das quasi. Oh, das sind die Feinheiten, da kenne ich mich nicht aus. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil wir kriegen jetzt nicht mehr so viel. Ab 40, meine ich, ist das Cap. Und wenn wir dann sagen. Dass wir all diese krassen Waffen immer nicht benutzen können, weil uns diese Glaubensquatsch da. Wir kriegen 3 Angriffskraft. Also jetzt, wenn wir auf Stärke gehen, kommen wir von 62 auf 65. Und wenn wir auf Geschicklichkeit gehen, kommen wir noch auf 1. Siehst du, was ich meine? Ah ja. Also wir können, wir haben natürlich noch... Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber da, also das ist gar nicht schlecht. Denn wenn wir jetzt Stärke pumpen, dann wird die Waffe besser. Wie viel haben wir denn jetzt? 9000 brauchen wir noch für den nächsten. Oh. Ja, wir können eher... auch eine dieser Seelen verkaufen, aber da ist natürlich die Frage, was man später noch will. Nö, wir haben ja noch diese ganz normalen hier. 9000 hast du gesagt? Ja. Dann können wir mal, was haben wir noch für den Schrott? Hier, was ist das hier? So Jauche-Kügelchen. Da kriegen wir 1 Euro für. Aber 10 mal 1 Euro. So, was haben wir noch für Shit, was man irgendwie noch... Ich hab mir gedacht, man kann noch irgendeinen Quatsch... Ja, 8 Münzen oder so? 8 mal 150? Da, was machen die? Ach, Finderglück, ja. Höhenglück haben wir noch nie benutzt, ja. Weil du dich seit der ersten Folge gegen Glück ausgesprochen hast. Du warst halt ein Mensch, du warst nie auf dein Glück angewiesen in deinem ganzen Leben. Deswegen, glaube ich, hast du so eine Das hast du falsch interpretiert. Ich war nie vom Glück begünstigt, ich musste mir alles hart arbeiten. Oh, geil, guck mal, jetzt kommen wir sogar von 65 auf 72, das sind plus 7. Das ist schon krass. Plus 7. Aber 500 fehlen noch, oder? Und bei Geschicklichkeit kriegen wir plus 1 nur. Also diesen Wert hier meine ich, den da. Siehst du das? Ja, ja. Das ist ja, Alter. Ja, das ist ja voll geil. Mega gut. Wir hätten mehr Stärke, das merken wir uns. Gut, dann... Wir brauchen irgendwann auch mal eine neue Waffe, oder? Es kann doch nicht sein, dass wir immer an diesen Nebenstats... hängen bleiben wie Zauberei und Glaube und so ein Kram. So, weiter geht's. So, jetzt einfach durch dieses Loch da weiter, ne? Und dann hoffen wir, dass irgendwann da das Haupttor kommt, wo wir das Banner hissen können. Ja, das würde Sinn machen. Hissen. Ergeben. Ich sag immer Sinn machen. Ich will mir das abgewöhnen. Das ist ja. Das doch. Ja, aber es ist so. Irgendwie habe ich mir das als Challenge gesetzt. Nein, das, aber das ist dir so von den drin. Pedanten keinen. Nee, das ist gar nicht von irgendwem initiiert. Das ist einfach so, habe ich mir einfach selber random als Challenge gesetzt. Aber es ist so tief in mir drin,
Du veränderst die Sprache und dadurch wird's richtig. Ja, das stimmt. Man kann eigentlich gar nicht falsch sprechen, weil durch die eigene Benutzung wird die Sprache so verändert, dass es korrekt ist. Es ist eigentlich gar nicht möglich, falsch zu sprechen. Ja, das weil es ja alles nur Konvention ist. Ich bin ja auch immer bei so Leuten, also wenn so Zeitreisesachen sind, ne? Was einfach komplett ignoriert wird, weil es auch eine Aufgabenstellung ist, die cineastisch oder auch literarisch schwer umzusetzen ist. Sobald du in die Vergangenheit reist, je weiter du reist, du kannst nicht mehr mit den Leuten reden. Wenn das du stimmt, jetzt 500 Jahre einfach auch in deiner Stadt, in der du geboren bist oder so, 500 Jahre in die Vergangenheit reist. Ja, was ich beobachte, ist das Wegfallen von Verben immer mehr in diesem, sagen wir mal, Internet-Jugendsprech. Also wenn du sagst so, wo Nils? Mhm. So, ne, also wenn, so, Meme, so gibt's ja, wenn irgendwie, ey, die Sendung mit dem und dem und dem und dann kommt der Kommentar, wo Nils? Mhm. Ne, kennst du diese Art zu sprechen? Ja. Oder wann KHD? Ja, ja. Oder wann Buberts legal? So. Ja, ja, also genau. Dieses, aber es ist ja eine bewusst, also persiflierende Sprache quasi. So würde man ja normal nicht sprechen. Das ist ein Trend, aber es kann schon sein, dass sich das durchsetzt, dass man Verben irgendwann nicht mehr benutzt, sondern einfach nur noch, also bei solchen Fragen. Einfach so, wann Pause, statt wann ist Pause. Mhm. Sagst du irgendwann nur noch, wann Pause? Ja, das... Vielleicht ist das eine Entwicklung, die wir sehen. Ja, so eine Verkürzung sehen. So auf jeden Fall. Da ist es. Da, guck mal, das war doch simpel. Kleines Gesandtenbanner zeigen. Ist der Abspann? Nein. Sind wir am Ende? Ich habe keine Ahnung. Dieses winzige Banner? Das ist echt winzig. Der Stock ist so lang. Und unsere kleinen Flügelchen... Da kommt wieder einer. Guck. Oh, da kommt er! Oh, zwei. Drei. Die sehen halt auch aus wie Leute, die man eigentlich bekämpfen würde. Aber da sieht man mal, wie vorurteilbehaftet wir auch sind, ne? Wer lässt das geschehen? Ja. Wortlos einfach. Wir können ihn einfach fallen lassen. Und vorbei. Aber nein, wir vertrauen ihnen. Die sind vielleicht an irgendeinen alten Eid gebunden oder so. Die werfen uns in den Vulkan? Alter, was dieser Typ auch schon mitgemacht hat, ne? Der Labopausen, die der ist einfach völlig stoisch so. Oh, und wir haben nochmal eine komplette Welt? Das sieht aus wie Angkor Wat oder sowas. Was? Angkor Wat? Ja, das ist ein großes Kraftwerk. Da stellt er mich jetzt ab. Aber das scheint ja eigentlich eine reguläre Flugroute zu sein, ja, das ist ganz normal. Also wie so eine Fähre oder so. Das ist doch schön. Aber hier ist wieder alles in Ordnung, ne? Die davor war ja so verknotet, verkrunkelt. Die Welt. Ja, guck mal, alleine, dass das wieder richtig ist, macht es schon direkt drei Stufen schöner. Also, wenn du jetzt aus der Welt kommst, du würdest jetzt bei TripAdvisor direkt einen Stern mehr geben, einfach nur, weil es normal aussieht. Nur weil du Schlechteres gewohnt bist. Ja. Man müsste eigentlich bei TripAdvisor immer dazu schreiben, wo man herkommt. Damit man weiß, welche Erwartungshaltung hast du eigentlich. Aber ist das jetzt die alte Welt oder eine komplett... Ah, da hinten steht jemand. Okay, dann fragen wir einfach mal. Fragt man nach, das ist eine gute Idee. Da ist ein Bonfire. Guck, das ist doch angenehm. Oh, guck mal, das ist ja immer ein bisschen so eine... Hier, ich kann nicht sehen. They brought thee here, did they not? Das ist richtig. Dost thou the gods serve? Or merely that role effect. Ja. Nee, warte. Wir wollen doch mit ihr uns gut stellen, oder? A lie. A wretched lie. Okay, das hat er oder sie direkt How erkannt. How would one such as thee do service to the gods? Thy scheme is known to me. I know what it is thou desirest. The dark soul. No? Why else was one deign to visit this dung heap? Give rest to thy falsity. I would be an ally to thee. Ich hab gesagt, wir hätten ehrlich sein Impuls sollen. Dein Impuls war richtig. Du hast völlig recht. Dein Impuls war richtig. If it is that then there wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit. A lid covering an overgrown privy. A prop. To keep thee from the dark soul of thine desire. Okay. Mal einmal noch, erst wenn sie es wiederholt, ist man fertig. Worry not, I am a true friend to thee. If thou art yet human, the urge will soon begin to swell. To curse the gods and bring ruin upon this accursed heap of dung.
Hell ist aber auch nicht mehr wirklich ein Leben, wo man sagt, so, ja, geil. Habe ich aber in diesem Spiel ehrlich gesagt wenige Individuen angetroffen, wo man sagt, so würde ich auch gerne leben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Guck mal, das ist... Oh nein! Was? Hier kommt gleich eine Balliste oder irgendein Schuss aus Inferno. Eumel, den hatte ich gar nicht gesehen. Ja, surprise. Oh, das ist ja der absolute... Wenn ich diese Deckungsformation schon sehe, Gott. Da muss man einfach von Grabsteinen... Alleine, dass diese Grabsteine da so... Also, wer begräbt seine Leute auf einer Brücke? Die fallen nach unten durch. Das stimmt, ja. Das ist keine die sapschen dann irgendwann kommt der Moment, wo die alle so unten runterfallen. Ja, oder das ist die Religion, dass man irgendwann dann im heiligen Fluss landet und dann ist man tatsächlich im Himmel angekommen oder so. Aber man muss sich erst da durcharbeiten oder so. Oder das sind gar keine Grabsteine, sondern sie sehen nur so aus und da wir kulturell darauf... Okay. Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht willkommen. Ich teile das. Brauchen wir diesen Türschild oder was? Schießen die den nicht auf den Rücken? Aber die schießen uns ja von hinten dann auch, wenn wir da durch die erste Reihe durch sind. Also es gibt ja auch irgendeine Mechanik, die das irgendwie, irgendwas können wir ja machen auf jeden Fall. Ich meine, das sind ja Geister. Da jetzt rechts runter. Guck mal, da gehst du erstmal rechts runter. Also hinter diesen. Die was für ein Empfang auch einfach. Ne? Halt echt. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Nee, einfach der wir dürfen uns nicht mehr vorstellen. Dabei haben wir noch klar gemacht, dass wir den Göttern dienen. Au. Eines Tages wirst du noch eine Wand entdecken. Vielleicht kann man auch wirklich hier sich rechts noch droppen lassen. An der Brücke runter. Weißt du, dass da rechts irgendwie, vielleicht muss man den Weg gar nicht gehen. Die schießen immer nur einmal oder was? Zweimal schießen sie. Schießen die da durchs Loch? Nee. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn du dich jetzt umdrehst und das Schild hochmachst. Ja. Die Ausdauer reicht, um eine Salve abzuwehren. Warte, wo ist denn der nächste Punkt? Da vorne wieder. Da kannst du... Auch in die Ecke links rein, hier, guck. Hinter dir? Gut. Hier geht's weiter, hinten? Nee. Alles gut. Du musst dahinter auf die Treppe, musst du wahrscheinlich. Und den Typen platt machen, der das beschwört dir. Ich aber nicht, glaube ich. Klar, der beschwört dir. Ich glaube, ich brauche noch einen Zwischenschritt. Da kommt noch so ein Ast. Mann. Ich dachte, der springt da jetzt runter. Oh, er springt. Ciao. Er wollte einen Schlag machen, das hat er gemacht. Ach, es spawnen auch nur die, die vor einem sind. Echt? Ja, oder? Die hinter mir spawnen gar nicht mehr. Ah ja, sehr gut. Ah ja. Ja, aber ja, die Treppe kommst du. Oh, also links ist noch eine Treppe, meinst du? Könnte auch sein. Und dann links lang. Auf jeden Fall musst du diesen riesen Skelettzauberer in Bedrängnis bringen, sonst spawnt er dich ständig wieder. Oh oh. Nein, ja, das ist hart. Probier's mal. Was? Hast du das gerade gesehen? Da kommt noch ein riesiger Drache. Ah, oh, da zaubert er noch einen Drachenkopf, ey. Aber vielleicht war die letzte Etappe schon kurz genug, kommt man da durch? Ich hab's. Also mit dem. Ich bin schlecht mit Entfernungen. Ich kann. Ich bräuchte vielleicht noch. Das ist deine Schwäche? Ja. Wenn du so ein Superheld wärst, man würde überlegen, wie kann man dir beikommen? Das wäre deine Schwäche? Nee, ich kann nicht gut einschätzen, wie weit Dinge weg sind. Vielleicht fehlt mir mein zweites Auge. Vielleicht ist es nur Attrappe. Das kann sein. Das habe ich nie getestet, ob wirklich beide Augen wirklich ihr gleichen
Teil tun. Ich wollte noch da. Ey, Leute, ich wollte einmal kurz gucken. Einmal. Stehen die alle? Guck mal, da sind sie noch hinter mir. Das ist wie so ein Zwischenschritt, ne? Kommen die Baumis? Wir sind die Baumis. Die Baumis. Aus. Steht er jetzt wieder auf? Nee. Zum Glück. Er droppt ein Item. Entschließend Harz. So, wollen wir mal schauen. Jetzt kommt erstmal noch der zweite Baumi. Was ist denn da rechts? Guck mal. Da rechts vielleicht. Was meinst du? Vielleicht ist das eine Zwischenlösung. Da, weißt du, hinter dem Baum. Ja. Aber ich glaube, die. Ja, ist halt die Frage, ob die dann nochmal spawnen davor oder nicht. Soll ich noch. Ich meine, ich. Da oben nicht. Wenn da jetzt auch noch der Drachenkopf kommt, warte mal, wie ist denn die Distanz? Dann müsste ich da links rüber, da bist du gestorben. Aber die sind jetzt irgendwie versetzt, habe ich das Gefühl. Ja, die kommen jetzt da über mir, ne? Kannst du ja mal probieren. Achso, die schießen versetzt, meinst du? Ja. Stimmt, du hast recht. Gibt's überhaupt noch eine Phase, die lang genug ist? Also ich könnte, was ich auf jeden Fall machen könnte, ich könnte den Typ von ihm mit dem Bogen abballern. Das ist eine Mechanik. Und ich probiere es jetzt mal. Nochmal zu gucken, habe ich überhaupt noch Pfeile? Ja, Nils. Du hast ganz, ganz viele Pfeile gekauft. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich die nicht aus Scham, weil du mich geschämt hast. Mal gucken. Ich hab überhaupt noch Pfeile. Macht dem gar nichts. Kommt überhaupt an? Dass man dich überhaupt noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen lässt. Also, dass du überhaupt noch in ein Restaurant kommst oder so. Dass man dich da nicht einfach abweist und sagt, nein, Bogenspieler werden hier einfach nicht bedient. Was ist denn mit Musik? Da dürfen auch keine Bogenspieler dann bedient werden? Nein. Der Bogen ist ein Instrument, das seine Zeit überdauert hat. Nein! Ich hätte da stehen bleiben müssen und mich heilen sollen. Ah, shit. Aber das klappt. Das klappt. Wir haben eine schöne Herausforderung fürs nächste Mal. Nils, wir haben es geschafft. Wir haben die Dämonenbrüder weggenielst. Weggenielst, haben wir sehr genalst. Sehr, sehr schön. Es war mir eine große Ehre. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Denn wir hören so schnell nicht auf. Nee. Es muss noch einiges besiegt werden. Absolut richtig. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.